Nichts leichter als das. Ja, Kumpel. Hast du uns noch was zu sagen? Frieden, meine Freunde, ertragt ihn geduldig. Ja. Dann lasst mal sehen, was ihr habt. Oh, das können wir verkaufen. Das bringt uns eh nichts, wirklich. Der Brief von Sarivok an die Wächter da. Aber hier können wir Sachen verkaufen, wie die Hellebarde. Stab der Blitze. Streitkolben, Gegengift brauchen wir nicht unbedingt mehr. Personen festhalten, Geschichte der Toten. Können wir verkaufen. Plattenpanzer, Schutzring, das falsche Gegengift. Die ganzen Schriftrollen. Abwehrarmbänder und das hier. So. Weißt du was? Gib mal Kalli die überschüssigen Tränke. So. Was wir mit dem machen, weiß ich noch nicht. Ja. Gut. Beinahe unter meiner Dann geht es jetzt zur flammenden Faust zurück. Wir stehen ja noch ganz gut beieinander. Der Kampf ist jetzt beim zweiten Versuch viel glimpflicher abgelaufen. Als beim ersten, wo Khalid wahrscheinlich von Talisa einfach mal exterminiert wurde. So, komm, Yahira. Wir wollen jetzt zur flammenden Faust zurück. Nichts leichter als das. So, die ist hier. Welche Briefe sind denn noch wichtig? Eigentlich der hier ist am wichtigsten. Die drei können weg. Die gebe ich mal Khalid. Dass man weiß, dass die weg können. Und den da behalte ich mal noch. Den Brief von Sarivok an seinen Vater. So, meine Truppe. Ja, Ich bin ganz Ohr. Schicken wir da rein. Gut. Rettet mich, edler Herr. Bitte, rettet mich. Und dann müssen wir jetzt das als Stockwerk höher zu Enter Silberschild. Beinahe unter meiner Würde. Steuerzahler, ich bin Herzog Eltern, Kommandant der flammenden Faust. Es freut mich, dass ihr wieder da seid. Nun, was habt ihr bislang in Farbe bringen können? Wir haben konnten keinen belastenden Beweis finden, doch haben wir erfahren, dass die Anführerin des Einzelnen Trost sich in Kerzenburg aufhalten. Wir wissen, dass sämtliche... Wir haben noch einige Dinge in der Stadt zu erledigen. Wir wissen, dass sämtliche belastende Beweise bei Rieta gefunden werden können, dem obersten Führer des Eisentrons in Balustor. Das heißt, er hält sich derzeit wegen irgendwelcher Geschäfte in Kerzenburg auf. Dann bleibt euch nur eins übrig. Ihr müsst euch nach Kerzenburg begeben und in Erfahrung bringen, was sie vorhaben. Ihr Aufenthalt dort bedeutet nichts Gutes für diese Stadt. Nehmt dieses Buch, ohne dass euch der Hüter der Pforte keinen Einlass in die Bibliothek gewähren würde. Hier ist auch die Belohnung, die ich euch versprochen hatte. Ihr seid wieder am Ausgangspunkt eurer Reise angelangt. Herzog Eltern hat euch gebeten, nach Kerzenburg zurückzureisen, um dort die Anführer des Eisenthrons zu bespitzeln. Ihr seid zwar beunruhigt, dass sich die große Bibliothek nun in den Händen so böser Männer befindet. Und ihr würdet gerne einen anderen Grund für euren Besuch haben. Doch ihr freut euch trotzdem, in euer ehemaliges Zuhause zurückzukehren. Ja, Kerzenburg. Wieder an alles auf Anfang sozusagen. Nichts leichter als das. Und wir wurden sofort dahin geschickt. Ja, der Herzog hat uns geheißen. Scheinbar handelt der Eisenthron einen Vertrag mit den Großherzogen der Stadt aus. Kann dieser einfache Vertrag vielleicht der Schlüssel für das Ende der Unruhe der letzten Zeit sein? Oder ist auch bloß ein Glied in der langen Kette von Motivation? Wird Geld die Gier des Eisenthrons befriedigen oder steckt noch mehr dahinter? Fragen über Fragen. Und auch wenn ich das Gefühl habe, den Antworten auf der Spur zu sein, zweifle ich doch irgendwie daran, dass diese so aufschlussreich sein werden, wie ich jetzt auch hoffe. Der Herzog hat uns geheißen, nach Kerzenburg zu gehen. Er glaubt, wir können den Anführer des Eisentrons wichtige Informationen entlocken. Er hat uns ein wertvolles Buch mitgegeben, welches wir dem Hüter der Pforte in Kerzenburg geben müssen, um eingelassen zu werden. Ja, wir haben hier das Buch des überlieferten Wissens.
Dieser Text ist nicht entzifferbar und alle Versuche, ihn mit gewöhnlicher Magie oder anderen Mitteln auf den Grund zu gehen, schlagen fehl. Ja, Dünner, hier können wir den Leiter auch nicht geben. Ich kann auch nichts damit anfangen. Okay. Das heißt, der Wächter der Pforte ist der hier. Und vorher gehen wir mal kurz hier um Kerzenburg herum. Das haben wir ja nie machen können. Weil wir sind ja nie nach Kerzenburg zurückgekehrt. Nachdem Gorion uns dort weggeholt hat. So, hier ist das Tor, aber reinkommen wir nicht so leicht. Da müssen wir erst dem Hüter der Pforte. Ich frage mich, ob der auch hier draußen steht, wenn eine Horde marodierender Orks auf die Burg zurennt. Okay, hier wäre noch ein Küstenpfad, aber den brauchen wir uns jetzt wahrscheinlich nicht angucken. Wir müssen in die Burg rein. Kommen. Haltet ein, Reisende! Bevor euch Einlass gewährt wird, müsst ihr unserer Bibliothek einen wertvollen Schmöker spenden. Ein Schmöker. Halt ihr Reisende. Um eingelassen zu werden, müsst ihr zuerst unsere Bibliothek ein wertvolles Schriftstück, ein Leitfaden stiften. Wir haben das Buch hier, das ihr braucht. Ihr habt die Anforderungen erfüllt, um unsere heilige Bibliothek eingelassen zu werden. Es tut gut, Korions Kind wieder in diesen heiligen Hallen zu sehen. Bitte achtet darauf, dass eure weniger zivilisierten Freunde keinen Ärger machen. Wir nehmen es hier sehr genau mit dem Gesetz, das wisst ihr ja nur zu gut, Talisa. So. Wir sind hier drin. Hier sind Wachen. Und das Erste, was wir machen sollten, ist vielleicht mal kurz ins Wirtshaus gehen. Weil der Weg nach Kerzenburg war lang. Und alles erstmal beobachten über Nacht. Es ist ja schon 19 Uhr. Also können wir uns einmal ordentlich ausschlafen in der Taverne. Außerdem haben wir ja jetzt Kapitel 6 erreicht. Was bedeutet, dass wir wahrscheinlich wieder einen neuen Traum kriegen. Gut. Okay, die Katzen in dem Lagerhaus haben wieder die Oberhand übernommen. Damals haben wir ja die Mäuse hier vertreiben müssen, weil sonst die Katzen total unterlegen waren. Ein Silberring. Oh ja, hier kann Kali die Schriftrollen lagern. Was wollt ihr? Die will ich mehr brauchen. Ich will wieder raus. So, bitte. Danke. Beinahe unter meiner Würde. So. Den inneren Burghof meiden wir jetzt erst einmal. Wir wollen Rieta ja nicht gleich auf uns aufmerksam machen, sondern wie gesagt, erstmal kurz ausruhen. Noch eine Wache. Übrigens, die ganzen die ganzen Tutorial-Mönche stehen nicht mehr hier rum. Und Kerzenburg ist auch wieder zugedeckt worden. Um zu zeigen, dass das Gebiet sich verändert hat. Ein Priester des Ogmar. Was hat der Tempel anzubieten? Können wir 2 Heiltränke kaufen, dass wir wieder 5 haben. Danke. So. Ansonsten sind noch alle gut dabei mit ihren Heiltränken. Wo quiekt mal kurz. Ja. Eine Wache. Ah, unser Kumpel Treppin mit seiner Kuh. Womit kann ich dienen? Talisa, ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr jemals wiederkommen würdet. Wie ist es denn da draußen? Das Ganze ist ziemlich unheimlich, Treppin. Es steckt mehr hinter der Eisenkrise als nur die Räuber, über die alle ständig reden. Das macht wirklich Spaß. Ich jedenfalls werde hier nicht viel länger bleiben. Ihr solltet mit mir kommen, wenn ich gehe. Einfach groß. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich habe mein ganzes Leben innerhalb dieser Mauern verbracht und in letzter Zeit
habe ich 50 mal so viel gesehen, wie in diesen Mauern je hineinpasst. Es ist schon eigenartig. All dieser Platz und kaum ein Buch darin. Ich habe mir nie klar gemacht, wie besonders Kerzenburg eigentlich ist. Machen wir das mit der Eisenkrise. Ach ja, was denn? Ich habe einen Haufen Kobolde in den Minen von Naschkir vorgefunden, die das Erz mit einer Art Säure vergiftet haben. Aber das ist erst die Spitze des Eisbergs. Auch andere Orte, auch anderen Orts braut sich etwas zusammen. Lass mich mal raten, Sie wollen auch einen unabhängigen Kobold-Stadtstaat gründen, stimmt's? Warum gebt ihr nicht endlich zu, dass ihr in letzter Zeit als Bäckergeselle so verbracht habt und hört auf, mich auf den Arm zu nehmen? Womit kann ich dienen? Ja, wir kommen zu Hause. Alles wie immer, was? Die gute Kuh. Und sag bloß, es liegt wieder ein Buch im Heu. Die Geschichte von Halrua. Ja gut, wenn wir die gute Frau wieder treffen, dann können wir ihr Buch wiedergeben. Priesterquartiere. Da wurden wir damals angegriffen. Und die sehen irgendwie anders aus. Die Priesterquartiere. Hier sind Katzen. Hier sind aber auch... Ist das eine tote Katze? Umschließen das Wissen der Welt. Ihr habt mich vielleicht erschreckt, Kind. Was macht ihr mit dieser Katze? Es starb und ich studiere es jetzt. Ihr studiert sie? Was gibt es da zu studieren? Das ist eine tote Katze. Die Knochen, die Muskelstruktur, die ganze Form. Wie das Fell fällt, wo die Ohren sind, die Länge der Schnurrhaare, die Schärfe der Zähne. Ich muss alles genau wissen. Trottel, lasst mich jetzt weitermachen. Doch warum wollt ihr das wissen oder sonst jemand? Wisst ihr euch über allem einmischen aufdringliches Bikes? Aber vergesst es. Jetzt werde ich von euch eine Kostprobe nehmen. Und dann euer totes Fleisch studieren. Genau wie ich das mit der Katze hier gerade mache. Oh Gott, ein Doppelgänger. Okay, hier war ein Doppelgänger. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich dieser Raum verändert hat. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Diebstahl innerhalb der Eigenheim von Kerzenburg. Das ist Blasphemie. Und in schlimmsten Formen. Und so etwas wieder gut zu machen, gibt es eine Möglichkeit. Spendet alles Gold, was ihr habt, für die Bibliothek. Ich habe kein Gold. Können wir das Ganze nicht einfach vergeben und vergessen? Lieber schon Schuft. Ups. Was? Hat uns das jetzt Ruf gekostet? Nein. Nichts leicht. Schnell weg. Unter meiner Würde. Okay. Jetzt verpfeifen uns schon die Katzen an die Wachen von Kerzenburg. Wie tief ist diese Burg gesunken? Gut, hier ist das Wirtshaus von Kerzenburg. Und hier können wir mal eine Runde schlafen. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Hi. Ah, da ist ja der Haluke. Richte mal die kleine Peitsche ein und dass jeder Sprung zählt. Wo sind sie? Ruft sie zurück, Windtrop. Ich habe nichts getan. Windtrop, alter Witzbeutel. Hätte ich einen Fall für jeden dieser Streiche, die Bär ständig spielt, würde ich, ach was, ach ich weiß nicht, würde ich jedenfalls eine Menge Pfeile haben. Gut euch zu treffen, mein Freund. Ja, da hättet ihr mich ganz schnell aus dem Geschäft geworfen. Schön, euer altes Kobold-Gesicht wiederzusehen. Jetzt erzählt mir, was ihr in letzter Zeit so gemacht habt. Ich versuche schon eine ganze Weile herauszufinden, wer hinter der Metallkrise steckt. Eine Händlergilde ist irgendwie darin versteckt. Der Eisenton. Wisst ihr vielleicht etwas über sie? Tja, der Eisenton. Es gibt wohl kein größeres und hinterhältigeres Handelskonsortium in allen westlichen Reichen. Wegen ihrer unehrenhaften Praktiken sind sie aus Kommel verbannt worden, aber deutlich sind sie nur noch schlimmer geworden. An eurer Stelle würde ich mich von denen fernhalten, wenn euch euer Leben lieb ist. So, jetzt rasten wir mal. Okay, rasten wir erst nur einmal, mitten in der Nacht. Und jetzt speichere ich erst einmal, bevor wir versuchen, nochmal zu rasten und den Traum zu triggern. Also, speichern. LP035. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.